Spree. Hier kann man eigentlich einen perfekten, auch wenn es keinen Sinn macht, kann man hier so eine perfekte Anfang für diesen Vlog machen. Obwohl wir eigentlich schon viel weiter sind zeitlich. Aber hier mache ich jetzt mal den Anfang einer Spree. Willkommen beim Love and Sex Diary. King Auto. Ja, nee. Willkommen bei Love and Sex hinter den Kulissen an der Spree. Trinken gerade Kaffee am Flughafen in Köln. Und ja, weil wir fliegen ja gleich nach Berlin zu Joyce. Wie kann das sein? Das ist immer noch so heiß. Scheiße. Hey, hier ist kein Mülleimer. Du kannst da vorne abgeben. Da freust du mich. Da ist noch ein bisschen was drin. Undicht. Undichter. Undicht. Ja. Aber ich habe mich nicht vollgekleckert wie Mia. War gerade schon auf Klo. Was kann ich auch? Ja, aber. Lars, sag nochmal dein Bedenken. Ja, ob ich die Waschräume jetzt noch aufrufen soll. Also doch, ich habe ein bisschen großzügig kalkuliert gerade. Egal, ich gehe halt in Berlin irgendwie machen. Ja, genau, wir fliegen jetzt gleich los. Da kommt der Tomatensaft noch drauf gleich. Da muss ich riechen. Maske. Maske. Die sind noch angeschnallt, weil die Anschnallzeichen noch nicht erloschen sind. Mhm. Und erster Stopp ist gleich Toilette. Und dann Essen. Schlachtplan. Essen. Ja, was ihr habt alle schon was zu essen, ja. Ich glaube, die ist auch gleich fertig. 20 Minuten. Sag mal, was echt? Ja. Haben die gesagt? Ja. Endlich. Juhu. Wir haben noch ein bisschen Zeit totzuschlagen, bis es losgeht bei Joyce. Deswegen gucken wir uns das weltberühmte Sony Center an. Hier sind auch immer die ganzen Deutschland-Premieren. Ja, vielleicht sind wir auch bald hier. Ja. Premiere. Vielleicht auch Mia, die ist ja jetzt fertige Schauspielerin. Ja, vielleicht. So, ein Panna-Cotta-Eis. Überteuert ist. Nee, das ist Premium. Das zahlt man mit. Hammer. Das musst du jetzt auch sagen. Guck mal, wie lange Kinder daran arbeiten. Aber jetzt müssen wir es auflösen, das ist kein Lego, das ist Duplo. Ja, das haben die geschummelt. Da hätten sie alle mal aus Lego bauen können. Das will ich jetzt haben. Das ist geklebt. Das freue ich mich wieder. Weil mein teures Glückseis alle ist. Premium. Gut. Und wer hat den Becher? Hast du schon mitbezahlt für die 2 €? So, ihr seid jetzt dabei wie ich ein Safe. Ich hab's absolut nicht drauf. Boah, jetzt hab ich irgendwie keine Lust mehr. Hast du das gemacht? Ja. Seid dabei. Seid dabei, wenn ich das mache. So, dann auch die Mia verlinken. Nämlich Imbar, Amber. So, Haken. Nächster Schritt. Eine lustige Beschreibung finden für ein Instagram-Bild. Wir sind hier in Berlin, das muss man direkt verhashtaggen. Also wir in Hashtag Berlin und gleich zu Joyce. Joyce habe ich leider nicht auf Instagram. Hashtag, ja, genau. Zu Joyce. Und dann vielleicht noch ein fesches Yeah. Oh, das wird fertiggestellt. Zack, jetzt geht's nämlich los zu Joyce. Bei den Meta-Studios, quasi kurz vor. Oh Gott. Oh, warte, vielleicht wollen wir. Hallo. Vielleicht ist eine Demo. Kann ich euch helfen? Lars ist ein bisschen busy. Hat ein paar Fans selbst hier in Berlin. Zwei junge Ladies. Und das flirtet ein bisschen. Dankeschön. Ja, bitte. Ciao. Wer war das? Ich wollte doch nicht sagen, wer ich bin. Nachher wollen die doch kein Foto mehr mit mir haben. Ich kenne dich nicht und denke halt, du wärst halt in der Denke, du wärst irgendwo da. Voll schön. Kultur. Ja, Kultur. Ja, wir sind jetzt hier angekommen bei Joyce. War ein ganz kurzer Marsch, wie uns auch angeteasert wurde. Seit 10 Minuten jetzt knapp gelaufen. Jetzt müssen wir ganz schnell uns fertig machen und so. Und dann kann es auch schon losgehen mit Love and Sex bei Joyce. Das hat so, das denkt man von außen gar nicht. Von außen denkt man so. Von drin denkt man, oh, schön.
Ja, willkommen in der Joyzone, denn unser Thema ist heute, wie verklemmt sind wir eigentlich? Und meine Gäste betreiben bei YouTube ein kleines schmutziges Hobby, was ich nenne Survival Guide Love and Sex. Das sind die Mia und der Lars. Hi. 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 Ihr quatscht sehr offen, ohne was vor den Mund zu nehmen, über Sex, Liebe, über den G-Punkt und Selbstbefriedigung und habt da eigentlich keine Scham, oder? Nee, eigentlich. Also warum auch eigentlich? Ich weiß, bei mir ist es nicht so, aber ich weiß, viele Dinge, die ich früher scheiße fand, kann ich heute nachvollziehen, warum meine Eltern das gemacht haben. Ja, das stimmt. Oder wenn man vielleicht mal nach Hause gekommen ist und so einen Knutschfleck oder so hatte. Dann war einem das voll peinlich. Man zieht einen Schal an und niemand hat sonst einen Schal an. Und plötzlich sagen die, ist voll warm, warum hast du einen Schal an? Einfach so, weil ich ihn schön finde. Ich liebe Scheiß. Lass mich in Ruhe. Dann denkt man noch so, peinlich. Und jetzt denkt man, ja. Habt ihr schon mal auf einer Party rumgeknutscht? Habt ihr an einem öffentlichen Ort schon mal Sex gehabt? Ich sag mal ja. Das Fenster war offen, oder was? Das zählt nicht. Ja, das war echt toll, oder? Ja, war sehr lustig. War du hast voll die Make-up-Fresse. Jedenfalls, du Entschuldigung. Auch. Wir sind matt, ne? Ja. Aber matt ist gut. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt grillen die da oben. Aber wir müssen leider weg. Sonst hätten wir mitgrillen dürfen. Wir werden wahrscheinlich wiederkommen. Danke, Joyce. Danke, Martin. Ja, wir sind jetzt wieder in Köln. Irgendwie ist es ja auch schön, wieder hier zu sein in Köln. Und war schön bei Joyce. Danke nochmal. Ja, was hast du zu sagen? Ja, es war ein sehr schöner Tag. Wie so ein Klassenausflug war das. Ja, fand ich auch. Und die ganze Sendung von Joyce, die steht in der Videobeschreibung, der Link dazu. Das ist nämlich bei Joyzone. Da gibt es eine Rubrik auf der Website von Joyce. Das könnt ihr euch da in voller Länge die ganze halbe Stunde reinziehen. Bist du fertig, oder? Ja, ein bisschen. Ja, also gehen wir jetzt schlafen. Genau, alle müde und ja. Gute Nacht. Gute Nacht.